Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Test mit eurem Bassi. Dadurch, dass ich dieses Jahr nicht zu Halloween da war und dieses Jahr auch nichts vorproduziert habe, was die Halloween-Sachen angeht, ob es jetzt Let's Play, also ob es Testspiele waren, Horrorspiele, ob Süßigkeiten waren, dachte ich mir, ich habe im Urlaub was ganz Schönes gefunden, und zwar Trolli Tarantula. Das sind Gummitierchen in Spinnenform. Und da habe ich mir gedacht, also wenn es schon nichts gibt zu Halloween, dann probieren wir wenigstens diese Spinnen Gummitierchen aus zusammen. Und dann nehme ich das dann halt dafür als Halloween-Süßigkeit. Muss mal schauen, ich habe jetzt schon aufgemacht, ob man noch sieht, was für Geschmacksrichtungen hier drin sind. Nur erstmal Deutsch finden wieder, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Wenn hier überhaupt irgendwas Deutsches draufsteht. Gummibonbons, ja, hier stehen die Zutaten drauf. Hier ist sogar Bienenwachs drin, sehr schön. Aber die Sorten, was für Sorten hier jetzt sind, steht hier leider nicht drauf. Auf jeden Fall Gummitierchen in Spinnenform. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt aufgemacht. Und wir schauen uns das einfach mal an, wie viele verschiedene Spinnen es gibt. Oh, die sehen wirklich richtig niedlich aus. Schaut mal. Spinnen einmal mit gelben und grünen Beinchen. Dann haben wir rote Spinnen mit schwarzen Beinchen. Wir haben gelbe Spinnen mit schwarzen Beinchen. Die muss ich ja wirklich alle auskippen, damit ich hier wirklich alle verschiedenen Sorten hier anschauen kann. So, dann haben wir noch schwarze Spinnen oder so dunkellila mit grünen Beinchen. So, die haben wir. Und dann haben wir noch schwarze Spinnen mit roten Beinchen. Also ich finde, die sehen wirklich richtig cool aus, oder? Okay, also 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene. 5 verschiedene Sorten. Moment, 6 Sorten, denn ich habe hier noch schwarze Spinnen mit grünen Beinchen und einem roten Beinchen. Und ansonsten von jeder Sorte sind es, glaube ich, 2 Stück, die hier drin sind. Ich werde jetzt übereinander packen. So. Ja, von jeder Sorte 2, außer von der einen, da haben wir nur 1. Das ist eine schwarze Spinne mit gelben Beinchen. Und wahrscheinlich sollte das eine schwarze Spinne mit gelb-grünen Beinchen sein. Dann hätte ich nämlich von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verschiedenen Sorten jeweils 2 Spinnen hier drin. Okay, ich werde, denke ich mal, 2 testen vom Geschmack her. Weil das ist blöd, die jetzt alle anzuknappern und so, ne? Das ist wirklich doof. Ich fange mal an mit die am coolsten aussehen. Das sind eigentlich entweder die schwarzen mit roten Beinen, aber ich finde halt diese schwarzen mit diesen grünen Beinchen richtig, richtig geil. Und da werden wir jetzt mal probieren. Ich fange einfach mal an. Ganz gemein. Der Spinne. Die Beine abzubeißen. Also grün könnte definitiv Apfelgeschmack sein. Wie gesagt, jetzt habe ich noch den Körper der Spinne hier. Das könnte vielleicht Himbeer- oder Heidelbeergeschmack sein. Irgend sowas in der Art, denke ich mal, könnte das sein. Auf jeden Fall Gummitiere, die vom Geschmack her richtig lecker sind. Und da wir das Grüne jetzt probiert haben, werde ich jetzt noch eine Spinne mit gelbem Körper und schwarzen Beinen probieren. Bin gespannt, ob da ein bisschen was anderes. Also ich denke mal, die schwarzen Beine werden auf jeden Fall nicht Apfel sein diesmal.
Die arme Spinne. Die ist wieder beinlos. Okay, schwarz ist. Schwarz könnte Kirschgeschmack sein. Das geht richtig, es geht Richtung Kirsch, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir noch gelb, einen gelben Körper. Vielleicht Orange oder Zitrone. Vom Geschmack her. Orange. Ja. Orange oder Mandarine, irgend sowas in der Art ist das. Aber auch lecker. Also, Trolli, Tarantula. Definitiv was für den Halloween-Teller und vielleicht auch um das ein oder andere Kind ein wenig zu erschrecken. Ich werde jetzt erstmal meine ganzen Spinnen, die ich hier jetzt auf meinem Tisch verteilt habe, die werde ich jetzt erstmal hier wieder in die Packung reinmachen. Und dann denke ich mal, werde ich die das Wochenende über jetzt aufessen. Na, vielleicht nicht aufessen, aber die Packung ist offen. Wie gesagt, so sehen sie aus. Könnt ihr gerne, ich habe die, glaube ich, von Netto, vom gelben Netto. Und wer möchte, kann das gerne selber ausprobieren. Das ist wirklich richtig lecker gewesen. Trolli, Tarantula, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann definitiv auf jeden Fall nächstes Jahr Halloween wieder. Dann testen wir wieder irgendwelche Süßigkeiten. Ich hoffe, da bin ich nicht wieder im Urlaub. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Basti. Ciao, ciao.